Haben Sie das gesehen? Es ist ein bisschen schief, das Bild. Schau, siehst du, jetzt passt's. Ja, vielleicht sollten wir uns aber woanders hinsetzen, okay? Komm. Ja. Entschuldigung, dass keine Schutzmaske dieses Mal auf dem Mikrofon oben ist. Wir haben sie leider vergessen. Es ist gerade was Witziges passiert. Es ist sehr Lustiges, ja. Jetzt ist ein Anruf gekommen vom Redaktionsleiter von Willkommen in Österreich. Das ist so verrückt. Dass das Video denen sehr gut gefällt oder gefallen hat und auch dem Dirk und dem Christian. Christoph, entschuldige. Los, das ist ja Wahnsinn. Entschuldigung. Entschuldige, Christoph, wir kennen uns bald, deswegen entschuldige, gell? Dass es denen sehr gut gefallen hat. Und sie wollen den Jojo als Kurzdarsteller in einem Sketch von Willkommen Österreich. Wir sind erstmal ein bisschen so... Wir sind ein bisschen sprachlos und ja. Heute ist Montag und nächsten Montag kann gut sein, dass wir schon zum Dreh nach Wien fahren. Also, ja. Ist voll arg. Ja, und im Moment um die 35.000 Views auf YouTube. Ja, also, das ist Wahnsinn. Wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Die 100 Abonnenten, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist Wahnsinn. Jetzt ja, mehr seid dann. Ihr die 100 Abonnenten, ja? Also, Dankeschön. Update folgt auf jeden Fall noch. Ja. Beim nächsten Step. Ciao! Ey, ich hoffe, das war gerade die ganze Zeit nicht vielleicht unscharf. Frisch und munter geht's weiter. Es hat begonnen zu regnen. Nervös? Nein, noch nicht. Aber ich freue mich sehr darauf. Ich glaube, das wird lustig. Ich kann nicht sagen, wie gut es mir gelingen wird. Kann auch sein, dass ich richtig reinscheiß. Frisur sitzt. Jetzt wird gefrühstückt. Dann geht's los. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Wien. Ich werde jetzt halt ein paar Mal noch mit der Ellie als Hilfe den Text durchgehen. Herzlich willkommen beim Fender Lab. Lange diskutiert, aber die hat ein Problem, weil der Kopf immer in den Panzer zurückgezogen wird, dann ist sie plötzlich kürzer. Ja, dann hat es der Baby-Elefanten erfunden. Dann haben wir kurz über den Innenminister Kickl nachgedacht, ja. Als Symbolfigur. Das ist nicht lustig, bitte, ja. Über den ehemaligen Innenminister braucht man von einer Piefke, von einer Hohlbirne. Ja. Das ist wunderschön, der Kanzler urlaubt in der Heimat, nichts Exotisches, nichts Ibiza. Ja, schauen Sie, wir setzen vor allem auf Eigenverantwortung. Servus. Deine Muschlein. Ja. Dankeschön. Okay, viel Vergnügen. Das heißt, ihr schaut euch heute die Sendung auch an. Genau. Servus. Schönes Eintritt. Unser Kanzler. Er hat es geschafft. Er steht über Wien. Wir haben irgendwie versucht, diese Platte irgendwie wieder in Haare zu verwandeln. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Geld da drin war. Boah. Das ist ein Fleck auf der Kamera. War lustig, waren begeistert. Jetzt gehen wir Pizza essen. Ich habe jetzt echt schon ziemlich Hunger mittlerweile. Ja, aber auch so. Was nimmst du? Hebesel. Servus. Ja, sehr gefallen, du hast es gesehen. Mir hat es sehr gefallen, ja. Das ist wichtig. Ja, also was wir zu sagen haben, ist, dass jetzt die Sendung abgedreht ist. Er ist lustig geworden, auch wenn mir jetzt im Nachhinein ein paar Kleinigkeiten aufgefallen sind. Aber ja, Jojo, du bist zu selbstkritisch. Ich bin, ja, aber das gehört dazu, perfektionistisch zu sein. Aber natürlich, Großkanz bin ich voll zufrieden. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Heimweg nach Graz zurück und wir sind alle schon ein bisschen müde. Wir waren auf jeden Fall jetzt am Ende noch bei der Aufzeichnung von der Sendung dabei, noch mit verschiedensten Personen geredet. Es ist echt ein Wahnsinn, irgendwie, was alles heute an diesem Tag passiert ist. Hä? Drei Bier! Drei Bier! Stimmt? Boah, jetzt geht der Wind wieder richtig um. Ja. Ja? 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 Ja?
Ja, auf jeden Fall wollte man nochmal Danke sagen, jetzt zum Schluss voll an das ganze Team von Willkommen Österreich. Es war voll die coole Erfahrung, dort zu sein. Ja, absolut. Dankeschön für das Interesse, ja. Dass ich Sebastian Kurz spielen soll, das ist es ja voll arg. Dankeschön an die 800 Abonnenten, die wir jetzt haben. Genau, wir planen auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ja, also es kommen noch Sketches und ja, abonniert auf jeden Fall, falls ihr das nicht verpassen wollt. Genau, und sonst haben wir noch, falls ihr noch nicht gesehen habt, die Basti Home Story, haben wir da Infobox. Die Seite. Ich glaube, es ist diese Seite. Es ist vielleicht auch diese Seite. Aber ich glaube, es ist diese Seite. Vielleicht ist es aber auch diese Seite. Aber ich glaube, es ist diese Seite. Es könnte auch diese Seite. Ich glaube. Und was es dann auch noch zu sehen gibt, ist der Fender Live Sketch. Der haben wir auch hochgeladen, auch auf unserem Kanal. Genau. Könnt ihr auch hier sehen. Wir hoffen, wir konnten jetzt einen guten Einblick erhaschen, ein bisschen auf den ganzen Prozess, wie das zustande gekommen ist. Der Dreh war Willkommen in Österreich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.